Nein, hat Drecksack. Noch irgendwas rum. Kleiner Sack! Ist wahrscheinlich hier durch, oder? Wahrscheinlich. So, ich habe echt gedacht, ich komme dort unten durch. Also, ich hab gedacht, ich komme echt dort hinten durch. Gut, dann springen wir mal durch das Teil. Also durch das Loch. Au! Du Sack! Die ganzen Tentakel abschießen. Muss ich wieder raus? Husten? Ein kleines Problem. So. Hätten uns zerfetzt. Gute Arbeit, Artyom. Durchsuche die Räume an den Seiten. Vielleicht kannst du herausfinden, wie man da was aufmacht. Du machst das gut. Also gut. Neuronen und Synapsen. Ist leider. Spinale. Motoriksysteme. Wow.
Hm? Ich muss wahrscheinlich irgendwas wieder anschießen. In den Raum. Irgendwas anschießen wieder. Irgendwas hinzünden? Kannst du dich natürlich auch lösen, ne? Muss irgendwas finden, die Tür aufzumachen, dass wir weiterkommen. Das ist ein alter Kumpel. Das ist ein richtig alter Kumpel. Nichts. Ein Schlüssel oder so einstecken? Muss der Schlüssel irgendwo rumliegen. Ein Schlüssel, ich kann das Schlüssel schlecht aufschießen. Oder? Irgendwo den Schlüssel finden. Vielleicht müsste es doch irgendwo leuchten, oder? Scheiße.
scheiß Bruderstapel gesehen. Hört das jemals auf? Mann, oh Mann. Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Oben. Hinter dir! Na Keule, was geht? Ja. Scheiße. Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Okay. Okay, weiter jetzt. Muss noch von oben aufpassen. Kacke. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Alter, richtiger Big Daddy. Ja, Begrüßung. Jetzt muss ich einen Pumpen hier. Jetzt. Du bist ein ganz hübscher. Kommst du runter? Halt. Ich werde Schuss brauchen. Ja. Okay. Ja, noch einen besonderen Namen irgendwie. Okay. Sind das jetzt die großen Daddies?
sind die Fliegenden, die sind egal. Mir zumindest. Ich habe ein Problem. Ich habe Munition. Das ist für die Pumpe nicht. Mensch! Munition findest du nicht. Und wenn Munition wächst, wird er nicht so schnell wie auf. Der Ding noch große Daddies. Rückweg. Dein Arsch. Log, Eintrag 1. Wissen es macht. Ein abgriffener Spruch vor dem Krieg hat vermutlich niemand mehr über seine eigene Bedeutung nachgedacht. Wissen war für alle zugänglich. Mein Stiefvater erzählte mir mal, dass eintragbares Telefon einen alle Fragen mit einem Fingerstreich beantworten konnte. Niemand kümmerte sich mehr darum zu lernen, neue Informationen zu sammeln und sie sich einzuprägen. Und dann in einem einzigen Moment sind alle diese Informationen weg. Die Telefonleitungen waren tot. Der Akku des Telefons leer. Und jene, die Wissen nicht in ihren Kopf haben wollten, standen nun mit leeren Köpfen da. Wissen ist wieder eine Macht, eine wertvolle Handelsware geworden. Extrem wertvoll hier in der großen Bibliothek ist vermutlich mehr Wissen über die Erde und die Menschen gelagert als irgendwo sonst. Aber jeder Buchstabe aus den riesigen Schatzkammern, der gelesen wird, muss im Blut bezahlt werden. Als gesammelt auf jeden Fall. So.
Also, in Große kommt auf jeden Fall noch. Ein großer Daddy. Schnell Lust. Nirgendwo rein auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht schön. Nein, verdammt. Also.
Okay. Jetzt erledigt die Stelle. Nicht rein. Hallo? Freunden? Zwei! Leck mich fett! Ihr wollt mich doch verarschen! Ina ist ja schon kacke. Ich hab nicht mehr die Sünde. Gut, warte mal, ich muss das gucken. Aktion, Steuerung. Das ist Tor, Waffen. Schießen, Nachladen, Nahkampfangriff. Ich hab doch Granaten oder irgendwas. Sekundärwaffe C. Aber was zur verfickten Hölle soll ich denn jetzt machen? Alter, die sind zwei.
Und auf B. Schau, was wir gefunden, würde ich sagen, ne? Ist oder wo ist er hin? Hallo? Ich bin voll im Fokus, ich bin voll im Modus hier, ich bin hier. Nicht Mist, oder? Jetzt fast. Das Zeug übersehen hier. Vielleicht muss ich mittendrin mal die Waffe wechseln. Also. Alter, ich geh ganz schwitzschente, du Digi. Das Untergrundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Aber ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. So sieht's aus, mein Junge, so sieht's aus. Von den Big Daddies.
ist verbrannt. So, anscheinend gab es noch jemanden davon. Was schief, was sind diese Bibliothekare? Wir haben diesen Lebewesen diese komischen Namen gegeben, weil sie sich durch schreckliches, weil sie zu schrecklich sind, um umbenannt zu werden. Eines ist sicher. Sie sind nicht nur einfache Tiere, ich habe keine Ahnung, welche Strahlung diese Abscheulichkeiten aus Lehm geformt hat. Aber sie sind definitiv zu schlau für normale Mutanten. Also mutierte Tiere. Ich sehe den Glanz der Intelligenz in ihren Augen und wir wissen nicht, was sie in unseren Augen sehen. Aber wenn wir. Was? Aber wenn man nicht wegläuft, nicht kämpft und sie einfach direkt ansieht, dann passiert etwas. Und man bewahrt sein Leben, obwohl einer von ihnen einen erfahrenen und gut bewaffneten Kämpfer wie eine Fliege zerquetschen kann, könnte es sein, dass sie sich, wenn auch vage, daran erinnern, dass sie auch einmal Menschen waren, wenn sie in unsere Augen blicken. Das war eine Suche. Scheiß Hanf oder was? Aber sind nur die kleinen Viecher, keine großen. Eieieieiei. Okay, ich hab mich gehört, dass ich nicht verstehe. Er gibt mir zwei Schläge.
Gut. Ich kann meine Sekundärwaffen wechseln. Steuerung. Achso, ich kann Schach ein bisschen angucken. Option, Steuerung. Achso, Tor, Waffen. Okay. Zielen, alternativ. Das Feuer. Nachladen, Sekundärwaffe. Aber wie kann ich die wechseln, die Sekundärwaffen? Zeit.